Heute in dem Video stelle ich dir Yoga-Übungen vor, um die Hüftbeuger intensiv zu dehnen. Das hilft dir, um Rückenschmerzen im unteren Rücken aufzulösen, du kannst den unteren Rücken entlasten und gleichzeitig dem Becken mehr Bewegungsspielraum geben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sehen uns wieder auf der Matte. Mir ist es wichtig, dass du ein gutes Verständnis auch für die Yoga-Praxis entwickelst. Deshalb möchte ich dir jetzt am Anfang ganz kurz die beteiligten Muskelgruppen vorstellen. Hier siehst du die Oberschenkelmuskulatur. Zu den Quadrizeps habe ich bereits ein Anatomievideo erstellt. Ich habe es dir oben in der Infobox verlinkt. Also du wirst die Oberschenkelmuskulatur intensiv dehnen. Die neigt dazu, zu verspannen durch unser vieles Sitzen, auch zu verkürzen. Und ein wichtiger Muskel, der Psoas, der berühmte Muskel der Seele. Auch dazu gibt es bereits ein Anatomievideo. Schau mal in die Infobox. Der Muskel der Psoas ist ein tiefliegender Hüftbeuger. Die Aufgabe ist es natürlich, die Hüfte zu beugen. Er reagiert auf Stress, ist bei vielen Menschen angespannt. Und diese Sequenz heute hilft dir, genau diese beiden Muskelgruppen intensiv zu dehnen und dir dabei etwas Gutes zu tun, auch wenn es sehr intensiv ist. Ich freue mich auf die Praxis mit dir. Komm bitte in den Vierfüßlerstand, leg eine Decke mit in die Nähe, falls du einen Block hast, auch einen Block. Du bist im Vierfüßlerstand angekommen, schieb deinen rechten Fuß nach hinten, linker Fuß dazu, ausatmen, herabschauender Hund. Beginn den Körper zu bewegen, Beine leicht beugen, zieh die Fersen Richtung Boden. Ja, lass dir Zeit, ganz bewusst bei dir anzukommen. Atme aus, heb dein rechtes Bein an, beug es. Zieh die Ferse Richtung rechte Gesäßhälfte und ohne dass du die Hüfte aufdrehst, dreh den rechten Oberschenkel lieber leicht nach innen, schiebst du jetzt dein rechtes Knie höher. Schau, wie hoch kannst du dein rechtes Knie schieben, aber lass dein linkes Bein aktiv gestreckt. Atme aus, rechtes Bein ausstrecken, zurückführen. Andere Seite, linkes Bein anheben, beugen. Linke Oberschenkel leicht nach innen drehen, aus der Hüfte nicht ausweichen. Linkes Knie anheben. Schieb dein Knie höher und dehn die linke Oberschenkelmuskulatur. Rechtes Bein strecken, rechte Rückseitenmuskulatur, die Hamstrings intensiv dehnen. Ausatmen zurück. Zieh die Knie auf die Matte zurück. Rechte Fuß nach vorn, zwischen die Hände. Schiebst du bitte deinen rechten Fuß eine Fußbreite nach außen, gibt dir mehr Raum. Kannst jetzt gerne einen Block nutzen. Dein linkes Knie schiebst du ganz leicht nach hinten. Ich empfehle dir so 5 bis 10 cm. Jetzt schieb dein Becken nach vorn. Merkst du, wie du jetzt in deiner linken Hüfte, deiner linken Oberschenkelmuskulatur angekommen bist, in einer intensiven Dehnung. Lass das zu, ohne dass du dein rechtes Knie nach außen schiebst. Rechtes Knie zur Körpermitte ziehen. Sink ein Stück tiefer und ich lade dich ein, wirklich ganz achtsam mit mir jetzt zu üben. Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, komm auf die Unterarme. Falls dir das zu viel ist, könntest du einen Block als Unterstützung nutzen oder lass die Arme einfach gestreckt. Knie zur Mitte ziehen, ein rechtes Knie, sink tiefer ins Becken, lass die Dehnung zu in deiner linken Körpervorderseite. Und wenn du jetzt einen Schritt weiter gehen möchtest, du siehst, es gibt viele Varianten, streck dein hinteres Bein und ganz leicht ins Pulsieren gehen, ins Becken anheben, hineinsinken. Spür dich, atme, heb die Mundwinkel an, ausatmen, zurück. Das Auflösen ist eine Wohltat, andere Seite, linker Fuß nach vorn, leicht nach links versetzt.
Schieb dein rechtes Knie nach hinten, um jetzt tief ins Becken zu sinken. Das ist jetzt nur eine Vorbereitungsübung für das, was kommt. Du merkst, es wird heute intensiv. Bring gerne die Unterarme auf den Boden und nutze einen Block. Bist geerdet über den rechten Großzehbein, also vom rechten Fuß, Kleinzehbein vom rechten Fuß. Und jetzt streck dein rechtes Bein aus, aus deiner Hüfte. Heb die Oberschenkelrückseite an, geh in ein leichtes Pulsieren, das Becken anheben, hineinsinken. Ausatmen, auflösen. Herabschauende Hund. Lauf mit den Füßen nach vorn, die Mitte der Matte. Beug die Beine, komm bequem zum Sitzen. Bring Bewegung in die Füße zurück, wie so ein Scheibenwischer. Kannst einfach mal die Beine bewegen. Und für die nächste Sequenz ist es wichtig, falls du Knieprobleme hast, lass die Übung einfach weg. Ich habe dir ein weiteres Video verlinkt unten in der Beschreibung. Das kannst du für dich üben, um erstmal die Knie wieder zu stabilisieren. Ansonsten sind die Übungen sehr gut geeignet, um Knieproblemen vorzubeugen. Was übst du jetzt? Bist vielleicht schon neugierig? Adha Virasana, den halben Heldensitz. Schau mal bitte zu mir. Beug dein linkes Bein und zieh den linken Spann, das linke Schienbein auf den Boden. Vermeide so ein Ausweichen. Also du drehst den Fuß nicht zur Seite, das gibt viel Druck auf dein Knie. Du bist angekommen auf dem linken Spann, auf dem linken Schienbein. Dreh die linke Wade nach außen. Knie zueinander ziehen. Jetzt wirst du vielleicht feststellen, so wie ich, dass du so ganz leicht nach rechts kippst. Dazu nutzt du die Decke. Leg dir eine Decke unter die rechte Gesäßhälfte. Und hier ist es auch entscheidend, dass du die Decke so hoch faltest, wie es für dich passend ist. Reichen meistens so 2 bis 3 Zentimeter. Es gibt auch Leute, die müssten sich einen Block unter die rechte Gesäßhälfte legen. Bist hier angekommen. Also ohne Knieschmerzen, wichtig. Spür dich, Hände neben die Hüften, heb den Brustraum an. Heb auch die Mundwinkel an, rechtes Bein aktiv gestreckt. Jetzt lade ich dich ein, einen Schritt weiter zu gehen, jetzt wird es intensiv. Spann die Bauchdecke an, den unteren Rücken verlängern, indem du das Steißbein nach innen ziehst. Kannst du langsam auf die Unterarme kommen. Eine Schmerzskala von 1 bis 10 bewegst du dich hier in einem Bereich 6 bis 7. Maximal 8. Wenn du einen stechenden Schmerz hast, löse bitte auf. Wenn du in einem Bereich bist von 5, könntest du dich komplett ablegen. Für mich ist es grenzwertig. Bei mir siehst du das, das linke Knie löst sich, das sollte jetzt nicht sein. Ich bleibe auf den Unterarmen, zieh die Knie zueinander und atme in die linke Oberschenkel Vorderseite. Der linke Hüftbeuger ist intensiv gedehnt. Einatmen, richtest du dich auf. Es gibt schöne Varianten, rechtes Knie heranziehen. Bring die linke Hand zur rechten Fußaußenseite, rechte Hand stützt ab, Schienbein anheben. Zieh beide Schultern nach hinten, rechte Hand an die Innenseite vom rechten Fuß. Dein Knie befindet sich zwischen den Oberarmen. Und hier kannst du beginnen, das rechte Bein zu strecken. Zieh beide Schultern nach hinten, heb dein Herz an. Tiefe Atemzüge.
Atme aus, zieh die Ellbogen auseinander, Stirnrichtung, rechtes Schienbein ziehen, aber gib den Impuls aus deiner rechten Hüfte heraus, das rechte Bein zu strecken. Ausatmen, beugen, auflösen, kipp Außenbecken nach vorn. Die Ellenbogen ziehst du leicht auseinander, um im Schulter-Nackenbereich dich zu öffnen, hinein zu entspannen. Einatmend richtest du dich auf. Auflösen, wichtig. Linke Hand unter das linke Schienbein aufstellen und jetzt ausstrecken. Schöne intensive Praxis. Rutsch bitte auf die linke Gesäßhälfte. Beug dein rechtes Bein, du übst jetzt die andere Seite, rechte Wade nach außen drehen, komm auf den Spann. Vielleicht stellst du fest, dass sich beide Seiten ganz unterschiedlich anfühlen. Falls es dir am Spann drückt, könntest du dir auch eine Decke unter den Spann legen. Bei mir zieht es wunderbar im Spann, im Fuß. Auch hier ist eine tolle Übung, um das Fußgelenk zu mobilisieren, den Muskel im Spann, im Schienbein zu dehnen. Falls du auf dem Block sitzt, bleib einfach aufgerichtet sitzen. Falls du eine Decke nutzt, kannst du gerne ein Stückchen nach hinten gehen. Akzeptiere deine Grenzen, zieh beide Knie zueinander, heb dein Brustbein an. Heb dein Herz an, aber jetzt lass den Kopf nicht hängen, Kopf leicht anheben, Mundwinkel anheben. Jetzt nimm dich intensiv wahr. Atme. Tiefes Ein, langes Ausatmen. Einatmen, öffne die Augen, stütz dich ab, komm nach oben, linkes Bein beugen, rechte Hand an die linke Fußaußenseite, linkes Bein anheben, linke Hand an die Innenseite, kannst hier verweilen oder du gehst einen Schritt weiter, streck das linke Bein, soweit es dir gelingt. Die Yoga-Übungen sind sehr komplex, du hast jetzt den rechten Hüftbeuger gedehnt und gleichzeitig streckst du den Hüftstrecker auf der linken Seite. Eine gute Balance aus Strecken, Dehnen, Mobilisieren, Aktivieren. Ausatmen, auflösen. Kipp aus dem Becken nach vorn. Geh in die Vorbeuge, ausatmen. Einatmen, richte dich auf. Rechte Hand unter dein rechtes Schienbein. Aufstellen, ausstrecken, bring Bewegung in die Füße zurück. Und dann setz dich bequem und aufgerichtet hin, gerne auf eine Decke. Hände locker ablegen auf die Knie, Ellenbogen Richtung Flanken ziehen, heb dein Herz, dein Brustbein an. Hände vom Herzen zueinander. Bedanke dich bei dir selbst für die Übungspraxis. Möge Yoga dir helfen, um ein entspanntes, noch einmal. Möge Yoga dir helfen, um immer wieder bewusst und entspannt mit deinem Körper in Kontakt zu kommen, dir selbst zuzuhören, dich zu spüren, mit dir in Kontakt zu sein. Atme aus, öffne deine Augen. Ja, tausend Dank für dein Üben mit mir. Das Ziel dieser Praxis war es, dass du für dich erkennst, dass es wichtig ist, die Hüftbeuger zu dehnen, um den Becken mehr Spielraum zu geben und im
Zweiten Punkt auch, dass Yoga ganzheitlich wirkt. Du hast gesehen, du hast die Hüftbeuger gedehnt und gleichzeitig auch die Hüftstrecker mobilisiert. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Falls du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal hier oben abonnieren. Auf dieser Seite findest du das nächste Übungsvideo. Und unten in der Beschreibung habe ich die Anmeldung zum Newsletter, die Hinweise zu den Videos, zu den Online-Kursen und DVDs für dich zusammengestellt. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.